Glücksspielsucht, ein Thema, welches in unserer Gesellschaft wenig Beachtung findet. Wir haben in der Trierer Innenstadt die Bürger zu ihrer Meinung befragt. Was fällt dir zum Thema Glücksspielsucht ein? Dass man da nicht verfallen sollte, dieser Sucht, und dass die große Schäden verursachen kann und riesige Löcher in Familien reißen könnte. Ich bin zum Glück nicht betroffen, also ich habe keine konkreten Erfahrungen damit gemacht. Ich hoffe, dass der Aktionstag etwas bringt und vielleicht präventive Maßnahmen da mal greifen. Glücksspielsucht. Ja, auch eine Sucht wie Rauchen oder Trinken oder, ja. Also ich habe mit Glücksspiel überhaupt nichts am Hut. Ich persönlich spiele nicht. Ich habe weder an einem Apparat gespielt in meinem Leben, gar nichts. Ja, also ich verstehe das Problem, weil ich schon oft in Kreisen verkehrt habe, wo ich Leute gesehen habe, die ja, die Kontrolle verlieren über ihre eigenen finanziellen Möglichkeiten und ja, sich einbilden, dass sie eben viel erreichen könnten und immer wieder auf diese Versprechung des Glücksspiels hineinfallen. Casinos und vor allen Dingen junge Leute, die animiert werden, in die Sucht reinzugeraten und nicht mehr rauszukommen. Ich habe eine Freundin, der Sohn ist Spieler. Ganz fürchterlich. Ganz furchtbar. Ich bin Feind von Glücksspielen. Ich habe da noch nie Geld reingeworfen. Ich werde da nie Geld reinwerfen. Und mir tun am meisten die Jugendlichen leid, die noch unter 18 sind, die trotzdem dann dran spielen dürfen, weil die ein Auge zudrücken und dann auch schon dadurch gefährdet sind und ihr Taschengeld verlieren. Habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun, weil ich nie in ein Spielcasino oder sonst gehe. Spiel nicht, deswegen fällt mir nichts ein. Schlimm, ist schon eine schlimme Sache. Die Sucht und viele gehen zugrunde. Ich denke, es sind viele betroffen davon, ne? Mir persönlich jetzt gar nichts. Ich bin damit noch überhaupt nicht in Kontakt gekommen. Aber es ist bestimmt für manche Leute sehr schwierig, damit umzugehen. Wirklich, dass Glücksspielsucht nicht nur halt Casino oder so ist, sondern auch die ganz normalen einarmigen Banditen, die man in fast jeder Bar sieht. Und ich finde, dagegen sollte man schon irgendwas tun, ne? Weil kann schon viel Geld verloren gehen und auch Probleme dann daraus entstehen. Es ist nur eine Sucht. Ich glaube, die ist schlimmer wie Rauchen, wie alles andere. Vor allem geht da eh in die Wupper. Das habe ich schon erlebt. Das ist eine ganz schlimme Krankheit, ne? Also ich habe das selber mal erlebt, dass ich mal lange Zeit so ein bisschen gespielt habe, ne? Aber ich habe keine Probleme gehabt, davon wegzukommen oder so, ne? Aber Leute, die das betrifft, das ist ganz schlimm. Ich habe schon gehört von Leuten, die ihre ganzen Gehälter, ihre ganzen Löhne damit verspielen, ne? Und das ist grausam, ne? Ich finde, diese Automaten gehören verboten, ne? Wenn Sie selbst betroffen oder Angehörige eines Betroffenen sind, können Sie sich unter diesen Kontakten beraten lassen und weitere Hilfe suchen.